Albert hatte immer wiederkehrende Albträume mit einer seltsamen Verbindung zu einem Ort, den er jede Nacht besuchte. Aber in dieser Nacht geschah etwas anderes. Ein mysteriöser Mann näherte sich ihm und warnte ihn, indem er sagte: "Hör auf, hierher zu kommen, du weißt nicht, was wirklich an diesem Ort passiert ist." Nun stand Albert kurz davor, eine düstere Vergangenheit aufzudecken. Albert fühlte immer, dass etwas Geheimnisvolles über seine Vergangenheit lag. Seit seiner Kindheit wurde er von wiederkehrenden Albträumen geplagt, die eine alte Steinbrücke am Rande der Stadt beinhalteten. In ruhelosen Nächten wachte er schweißgebadet auf, sein Herz raste und das Bild der Brücke war noch lebendig in seinem Kopf. Jetzt, mit 16, war Albert ein nachdenklicher und neugieriger Teenager. Seine braunen, durchdringenden Augen schienen das Gewicht von Geheimnissen zu tragen, die selbst er nicht kannte. Sein dunkles, unordentliches Haar passte zu seinem nachdenklichen und manchmal melancholischen Wesen. Von seinen Onkeln großgezogen, nachdem er seine Eltern im Kindesalter verloren hatte, fühlte sich Albert nie wirklich als Teil dieser Familie. Da war eine unerklärliche Leere in seiner Brust, als ob ein entscheidender Teil seiner Geschichte fehlte. Die Anziehungskraft der Brücke aus seinen Albträumen war unwiderstehlich. Jede Nacht schlich Albert sich leise aus dem Haus und fuhr mit dem Fahrrad zu diesem Ort. Die Steinstruktur erhob sich imposant über einen Fluss mit dunklem, turbulentem Wasser. Das Quietschen der Holzplanken unter seinen Füßen hallte in der Nacht wieder und vermischte sich mit dem Rauschen der Strömung darunter. Albert verbrachte Stunden dort, starrte auf das Wasser, als könnte er aus ihm die Antworten auf die Fragen ziehen, die ihn quälten. Warum zog ihn dieser Ort so sehr an? Was bedeuteten seine Albträume? Gab es etwas in seiner Vergangenheit, das mit dieser Brücke verbunden war? An einer besonders kalten und nebligen Nacht kam Albert wie gewohnt zur Brücke. Der dichte Nebel hüllte alles ein, was herum war, und verlieh dem Ort eine noch geheimnisvollere und düstere Atmosphäre. Er ging langsam zur Mitte der Brücke, seine Schritte hallten in der Stille der Nacht wider. Plötzlich schnitt eine raue und ermüdete Stimme die Luft und erschreckte Albert. "Hör auf, hierher zu kommen, Junge. Du weißt nicht, was wirklich an diesem Ort passiert ist." Albert drehte sich schnell um, sein Herz raste. Durch den Nebel sah er die Silhouette eines älteren Mannes, der sich näherte. Seine Schritte waren langsam und schlurfend, gestützt auf einen Holzstock. Als er näher kam, konnte Albert sein faltiges Gesicht und die durchdringenden blauen Augen sehen, die ihn mit einer Mischung aus Besorgnis und Traurigkeit ansahen. "Wer sind Sie?", fragte Albert, seine Stimme zitterte leicht. "Was meinen Sie damit?" Der alte Mann seufzte schwer, bevor er antwortete: "Mein Name ist Jonas. Und ich war hier in jener Nacht vor 12 Jahren, als alles passierte." Jonas' Worte trafen Albert wie ein Schlag in den Magen. 12 Jahre her? Das war genau die Zeit, als seine Eltern gestorben waren. Er spürte, wie seine Beine nachgaben, und musste sich auf das Geländer der Brücke stützen. "Wovon sprichst du? Was ist hier passiert?", fragte Albert, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Jonas trat näher, seine Augen verließen Alberts nie. "Deine Eltern, Junge. Ihr Unfall war nicht einfach nur ein Autounfall, wie man dir erzählt hat." Alberts Welt schien sich zu drehen. Er hatte immer gewusst, dass seine Eltern bei einem Unfall ums Leben gekommen waren, als er klein war, aber er hatte nie Einzelheiten darüber erfahren, was passiert war. Seine Onkel, die ihn großzogen, wechselten immer das Thema, wenn er fragte, und sagten, es sei zu traurig, sich daran zu erinnern. "Wie, woher weißt du von meinen Eltern?", stammelte Albert und fühlte eine Mischung aus Angst und Neugier. Jonas seufzte erneut, sein Blick verlor sich in den dunklen Wassern des Flusses darunter. "Ich war in jener Nacht hier. Ich habe alles geschehen sehen.
Deine Eltern wurden verfolgt, Albert. Es war kein einfacher Unfall. Jonas, Worte fielen wie ein Gewicht auf Albert. Verfolgt? Von wem? Warum? Tausend Fragen formten sich in seinem Kopf, aber bevor er eine davon stellen konnte, fuhr Jonas fort. Ich war derjenige, der dich aus dem abgestürzten Auto gezogen hat, Albert. Du warst nur ein verängstigter kleiner Junge. Deine Eltern, sie konnten nicht herauskommen. Albert spürte, wie sich Tränen in seinen Augen sammelten. Erinnerungssplitter begannen in seinem Geist aufzutauchen, das Geräusch von sich verformendem Metall, gedämpfte Schreie, die Kälte des Wassers. Empfindungen, die er über die Jahre tief in seinem Unterbewusstsein vergraben hatte. Warum hat mir das nie jemand gesagt? Fragte Albert, seine Stimme war von Emotionen erstickt. Jonas legte eine zitternde Hand auf Alberts Schulter. Es stand viel auf dem Spiel, Junge. Deine Eltern waren mutige Journalisten. Sie deckten Dinge auf, die mächtige Menschen geheim halten wollten. In der Nacht des Unfalls waren sie auf der Flucht mit Beweisen, die ein Imperium der Korruption in der Stadt zu Fall bringen könnten. Albert fühlte eine Mischung aus Stolz und Angst, als er von seinen Eltern hörte. Sie waren Helden, die für die Wahrheit kämpften, aber es kostete sie ihr Leben. Und nun, 12 Jahre später, war er dabei, ein Geheimnis aufzudecken, das ebenso gefährlich sein könnte. Ich muss mehr wissen, sagte Albert, Entschlossenheit in seiner Stimme. Ich muss verstehen, was wirklich mit meinen Eltern passiert ist. Jonas nickte langsam. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Komm mit mir, Albert. Es gibt vieles, was ich dir erzählen muss, aber nicht hier. Es ist nicht sicher. Als er Jonas von der Brücke wegfolgte, hatte Albert das Gefühl, dass er sich auf eine Reise begeben würde, die sein Leben für immer verändern würde. Das Geheimnis, das ihn seit seiner Kindheit gequält hatte, begann sich endlich zu entwirren, aber mit ihm würden Gefahren und Wahrheiten kommen, denen er möglicherweise nicht gewachsen war. In den Wochen, die folgten, stürzte sich Albert in eine fieberhafte Untersuchung. Mit Jonas' Hilfe begann er, Informationen über die Vergangenheit seiner Eltern und die Ereignisse, die zu jener schicksalhaften Nacht auf der Brücke führten, zu entdecken. Jonas brachte Albert in eine kleine Wohnung im Stadtzentrum, einen bescheidenen und staubigen Ort, der als Zufluchtsort für die Erinnerungen und Beweise diente, die der alte Mann all die Jahre aufbewahrt hatte. Die Wände waren mit Zeitungsausschnitten, Fotos und Notizen bedeckt, die alle durch rote Fäden verbunden waren und ein komplexes Informationsnetz bildeten. Deine Eltern waren brillante Journalisten, erklärte Jonas und deutete auf ein Foto eines lächelnden Paares. Albert spürte einen Kloß im Hals, als er die Gesichter seiner Eltern nach all den Jahren zum ersten Mal sah. Sie untersuchten ein Korruptionsschema, das einige der mächtigsten Geschäftsleute und Politiker der Stadt involvierte. Albert verbrachte Stunden damit, die Dokumente zu untersuchen und Jonas Geschichten zuzuhören. Er entdeckte, dass seine Eltern Beweise für Bestechung, Geldwäsche und sogar Verbindungen zur organisierten Kriminalität gefunden hatten. Alles deutete auf eine Elitegruppe hin, die seit Jahrzehnten das Unterwelt der Stadt kontrollierte. In der Nacht des Unfalls hatten deine Eltern endlich genug Beweise gesammelt, um das gesamte Schema aufzudecken, fuhr Jonas fort, seine Stimme zitterte mit der Erinnerung. Aber jemand hat sie verraten. Sie wurden in einen Hinterhalt gelockt, als sie versuchten, mit den Beweisen die Stadt zu verlassen. Albert fühlte eine Mischung aus Wut und Traurigkeit, als er sich vorstellte, wie seine Eltern in ihrer Verzweiflung flohen, um nicht nur die Wahrheit, sondern auch ihren kleinen Sohn zu schützen. Warum hat danach niemand etwas unternommen? Warum wurde die Wahrheit vertuscht? Jonas schüttelte traurig den Kopf. Ihre Macht war zu groß, Albert. Aufzeichnungen wurden verändert, Zeugen zum Schweigen gebracht.
Sogar ich wurde bedroht, damit ich schweige. Aber ich konnte nicht zulassen, dass die Wahrheit mit deinen Eltern stirbt. Mit diesen Informationen begann Albert seine eigene Untersuchung. Er durchforstete alte Zeitungsarchive, suchte nach offiziellen Berichten über den Unfall und versuchte, Menschen zu kontaktieren, die seine Eltern gekannt haben könnten. Mit jedem Schritt fühlte er, dass er der Wahrheit näher kam, aber erkannte auch, dass er es mit mächtigen und gefährlichen Kräften zu tun hatte. Eines Nachts, als er nach einem weiteren Untersuchungstag auf dem Heimweg war, fühlte Albert, dass er verfolgt wurde. Er schaute über seine Schulter und sah ein dunkles Auto, das scheinbar seine Bewegungen verfolgte. Panik überkam ihn. Hatten sie herausgefunden, was er tat? Mit rasendem Herzen rannte Albert durch die Straßen der Stadt und versuchte, seinen Verfolger abzuschütteln. Er schlüpfte durch enge Gassen und sprang über Gartenzäune, bis er schließlich atemlos an Jonas' Tür ankam, der einzigen Person, der er vertraute. Jonas! Jonas, rief Albert und schlug verzweifelt an die Tür. Ich glaube, ich werde verfolgt. Der alte Mann öffnete schnell die Tür und zog Albert hinein. Beruhige dich, Junge. Erzähl mir, was passiert ist. Während Albert den Vorfall schilderte und versuchte, wieder zu Atem zu kommen, unterbrach sie ein Geräusch. Jemand klopfte an die Tür. Die beiden tauschten Blicke aus, die Angst war in ihren Augen sichtbar. Bleib hier, flüsterte Jonas und griff nach einem Baseballschläger, den er in der Nähe der Tür aufbewahrte. Langsam näherte er sich der Tür, seine zitternde Hand griff nach dem Türknopf. Was als nächstes geschah, ließ Albert und Jonas vor Schock erstarren. Als sich die Tür öffnete, standen dort keine bedrohlichen Männer oder korrupte Polizisten. Da standen ein Mann und eine Frau mit Tränen in den Augen, die Albert sofort aus den Fotos erkannte. Mama? Papa? Flüsterte Albert, unfähig zu glauben, was seine Augen sahen. Die Eltern, die Albert für 12 Jahre lang als tot geglaubt hatte, lebten und standen auf Jonas' Türschwelle. Die folgende Stille war ohrenbetäubend, unterbrochen nur vom unterdrückten Schluchzen der Mutter. Wie ist das möglich? Jonas war der Erste, der seine Stimme wiederfand, immer noch den Baseballschläger haltend, der nun in seiner Hand vergessen war. Alberts Vater trat vor, sein Gesicht eine Mischung aus Erleichterung und Schuld. Wir konnten aus dem Auto entkommen, als es sank. Wir haben gesehen, wie du Albert gerettet hast, Jonas. Aber wir wussten, dass wir niemals Frieden finden würden, wenn wir blieben. Wir entschieden uns zu fliehen, damit Albert nicht in Gefahr war. Albert fühlte sich, als wäre der Boden unter seinen Füßen verschwunden. Sein Kopf drehte sich, während er versuchte, zu verstehen, was passierte. Seine Eltern, um die er so lange geweint hatte, lebten. Sie hatten ihn verlassen, um ihn zu beschützen. Seine Mutter näherte sich Albert, Tränen liefen frei über ihr Gesicht. Mein Sohn, vergib uns. Es war die schwerste Entscheidung, die wir je getroffen haben. Aber es war der einzige Weg, um dich zu schützen. Albert trat einen Schritt zurück, von einem Sturm der Emotionen überwältigt. Wut, Freude, Verwirrung, alles vermischte sich in einen überwältigenden Strudel. Du hast mich 12 Jahre lang glauben lassen, dass du tot wärst. Wie konntest du nur? Der Vater versuchte zu erklären, wir waren immer in der Nähe, Albert. Wir haben dich wachsen sehen und dich aus den Schatten beschützt. Als wir sahen, dass du nach Antworten suchtest, wussten wir, dass es an der Zeit war, sich der Vergangenheit zu stellen. Jonas, der bisher geschwiegen hatte und alles in sich aufgenommen hatte, sprach schließlich, ist dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest, indem du zurückkommst? Die Leute, die dich verfolgt haben, sind immer noch da draußen, sie sind immer noch mächtig. Die Frau nickte ernst. Wir kennen die Risiken.
aber wir konnten nicht länger im Schatten leben. Es ist an der Zeit, die Wahrheit ans Licht zu bringen, um das zu beenden, was wir vor 12 Jahren begonnen haben. Albert, der immer noch damit kämpfte, alles zu verarbeiten, fragte mit zitternder Stimme, und was passiert jetzt? Der Vater zog eine Mappe aus seiner Jacke. Wir haben alle Beweise hier. Beweise, die wir im Laufe der Jahre gesammelt haben, um die Punkte der Korruption zu verbinden, die unsere Stadt durchdringt. Mithilfe der sozialen Medien und unabhängigen Nachrichtenmedien können wir endlich die Wahrheit aufdecken. In den Tagen danach arbeiteten Albert, seine Eltern und Jonas unermüdlich daran, alle Informationen zu organisieren. Sie erstellten ein detailliertes Dossier, das Namen, Daten und Beweise verband, die die Verwicklung mächtiger Persönlichkeiten in ein Netz der Korruption belegten, das sich über Jahrzehnte erstreckte. Mit der Hilfe von zuverlässigen Journalisten und sozialen Medien begannen sie, die Informationen zu verbreiten. Anfangs gab es Skepsis und Versuche, die Anschuldigungen zu diskreditieren. Doch je mehr Beweise vorgelegt wurden und je mehr Menschen sich zu Wort meldeten, desto unbestreitbarer wurde die Wahrheit. Die Stadt wurde von täglichen Enthüllungen erschüttert. Angesehene Geschäftsleute und langjährige Politiker sahen ihren Ruf zusammenbrechen. Die Behörden, unter dem Druck der öffentlichen Meinung, sahen sich gezwungen, offizielle Ermittlungen einzuleiten. Für Albert war diese Zeit eine emotionale Achterbahnfahrt. Er schwankte zwischen der Freude, seine Eltern zurückzuhaben, und der Wut über die verlorenen Jahre. Es gab hitzige Auseinandersetzungen, vergossene Tränen und langsam den Beginn eines Prozesses der Heilung und Versöhnung. Eines Nachts, als die Familie sich im Haus von Jonas versammelt hatte, um die neuesten Entwicklungen des Falls zu besprechen, fand Albert endlich den Mut, die Frage zu stellen, die ihn gequält hatte. Hast du jemals daran gedacht, vorher zurückzukommen? Mir die Wahrheit zu sagen? Seine Eltern tauschten Blicke voller Emotionen aus, bevor seine Mutter antwortete, jeden einzelnen Tag, mein Sohn. Es gab keinen Moment, in dem wir nicht an dich gedacht haben, daran, wie es wäre, dich wieder in den Armen zu halten. Aber die Angst, dein Leben zu gefährden, hielt uns immer zurück. Der Vater fügte hinzu, seine Stimme erstickte fast vor Emotionen, dich aus der Ferne aufwachsen zu sehen, war unsere größte Freude und unser tiefster Schmerz. Wir sahen jeden deiner Erfolge, jede Herausforderung, der du dich stelltest. Und das gab uns die Kraft, unseren Kampf fortzusetzen, damit wir eines Tages zurückkehren und dir und allen in der Stadt die Wahrheit und Gerechtigkeit geben konnten, die ihr verdient habt. Albert fühlte die Tränen, die er so lange zurückgehalten hatte, endlich herunterrollen. Er stand auf und drückte seine Eltern zum ersten Mal seit 12 Jahren. Die Umarmung war lang und voller Emotionen, die Jahre des Vermissens und der unterdrückten Liebe fanden schließlich Ausdruck. In den folgenden Wochen kam die Wahrheit weiterhin ans Licht. Die Stadt durchlief eine tiefgreifende Veränderung. Neue Führer traten hervor und versprachen Transparenz und Integrität. Die Geschichte von Alberts Familie, den Journalisten, die alles für die Wahrheit opferten, wurde zu einem Symbol des Mutes und des Durchhaltevermögens. Die alte Brücke, einst ein Ort der Albträume und des Geheimnisses, wurde für Albert zu einem Symbol der Wiedergeburt. Er besuchte sie immer noch, aber nun nicht mehr gequält von unbeantworteten Fragen. Stattdessen ging er dorthin, um über seinen Weg nachzudenken, über die gelernten Lektionen und über die Zukunft, die jetzt vor ihm lag. Bei einem dieser Besuche, begleitet von seinen Eltern und Jonas, betrachtete Albert das Wasser des Flusses, einst so bedrohlich, jetzt friedlich unter dem Mondschein dahinfließend. Er verstand, dass das Leben genauso wie diese Wasser seinen Lauf nahm, manchmal turbulent, manchmal ruhig, aber immer in Bewegung. Albert erkannte, dass die Konfrontation mit der Wahrheit, egal wie schmerzhaft sie war, der einzige Weg zu echtem Frieden war. Schweigen und Flucht verlängerten nur das Leiden.
Mit Mut und Entschlossenheit war es möglich, nicht nur die Vergangenheit zu überwinden, sondern auch ihre Lektionen zu nutzen, um eine bessere Zukunft zu gestalten. Die Geschichte von Albert, seinen Eltern und Jonas handelte nicht nur davon, ein Rätsel aus der Vergangenheit zu lösen. Sie war eine Lektion, dass man manchmal die Vergangenheit neu betrachten muss, um wirklich in die Zukunft voranzuschreiten. Wenn Ihnen diese Geschichte gefallen hat, bitte geben Sie einen Daumen hoch und abonnieren Sie den Kanal. Ich ermutige Sie auch, einen Kommentar mit einer Bewertung von 1 bis 5 zu hinterlassen, um zu zeigen, wie sehr Ihnen die Geschichte gefallen hat. Vergessen Sie nicht, auch das Video anzusehen, das jetzt auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird. Auf Wiedersehen!